Kunststoffe sind eine der fantastischen Materialien, die der Mensch erschaffen hat. Sie können bruchfest sein, sie können temperaturbeständig sein, auch elastisch oder ganz hart. Man könnte sagen, dass wir heute in dem Kunststoffzeitalter leben. Daher sind Kunststoffobjekte Teil unserer Kulturerbe und als solche müssen sie erhalten werden. Diese Schuhe wurden von den Bergmännern getragen in den Zechen während ihrer Arbeit, um sie vor jeglicher Gefahren auf dem Grundboden zu schützen. Sie wurden nicht gemacht, um länger zu halten, aber im Museum möchten wir sie für die nächste Generation auch bewahren. Am Forschungsbereich Materialkunde forschen wir rund um die Stabilität dieser Materialien. Wir möchten verstehen, was für die unterschiedlichen Umwelteinflüsse, die auf die Schuhe zukommen, verantwortlich sind für deren jetzigen Zustand. Mit unseren Tests werden wir besser das Material verstehen und Lagerungsbedingungen vorschlagen können für unsere Objekte aus Polyurethan. Kunststoffe waren und sind immer noch sehr wichtig für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Bergmänner unter Tage. Sie sind in Helmen zu finden, in Schuhen und auch in Maschinen, wie zum Beispiel in den Griffen der Presslufthammer. Auch dank der stetigen Fortentwicklung der persönlichen Schutzausrüstung konnte trotz der extremen Bedingungen unter Tage die Zahl der Unfälle stetig reduziert werden. Soweit bis die Unfallstatistiken viel besser als die bei anderen Industriezweigen waren. Dies bedeutete aber eine spezielle Anpassung der Materialien an die Arbeitsbedingungen und genauso war es bei unseren Bergmannschuhen. Für unsere Bergmannschuhe hat das zum Beispiel bedeutet, dass die ein bestimmtes Trittschutz haben mussten, ein sehr tiefes Profil und dass der Leder eine spezielle Gerbung benötigt hat. Mittels einem Infrarotspektrometer können wir die Wechselwirkung zwischen Infrarotstrahlung und dem Material in unseren Schuhsohlen studieren. Die langkettigen Moleküle, die die Kunststoffe hauptsächlich ausmachen, ändern sich mit der Zeit und das ist genau, was wir hier anhand dieser Kurve sehen können. Da abgebildet sind die unterschiedlichen Alterungsstufen in unterschiedlichen Farben und da können wir sehen, besonders an dieser Stelle, dass mit dieser langen Ketten, die die Polymere ausmachen, eben etwas passiert ist und das bedeutet, die sind eine chemische Änderung eingegangen. Um Zerfallsprozesse in Kunststoffe zu studieren, müssen wir künstliche Alterungen durchführen. Damit versucht man, diese Zerfallsprozesse zu beschleunigen. Dennoch unterscheiden sich künstliche und natürliche Alterungen dadurch, dass die künstliche Alterung natürlich sehr starke Bedingungen benötigt. Und chemisch gesehen passiert nicht das Gleiche bei 25 Grad 30 Jahre lang als bei 70 Grad und 100% Luftfeuchte in nur 2 Monaten. Die künstliche Alterung hilft uns dabei, genug Material zu haben, die wir in bestimmte Zeitabstände aus dem Kammer rausholen können, sodass wir sie nach und nach untersuchen können, um den Verlauf der Alterung besser zu verstehen. Guck mal hier bei der Charge 7, das ist bei der Hälfte der Zeit, ne, der ja. Gesamtalterung. Da sehen noch alle Proben sehr gut aus. Ja. Und dann kommen wir zur Charge 13 und da fangen schon einige Zugproben kaputt zu gehen, auch ohne Beanspruchung. Besonders hier siehst du die Ausblühungen da. Die sind ja, haben wir ja auch schon bei unseren Bergmannsschuhen gesehen. Ja, tatsächlich. Mhm. Aber die sind nicht so ganz wie die bei der natürlichen Alterung, ne? Nee, also ich glaube, wir würden bei den Bergarbeiterschuhen eher dann auch noch Risse sehen und nicht wie hier einfach nur für ein verhärtetes Material. Interessant von unserer Forschung ist, dass man Folgendes vergleichen kann, und zwar die Tests, die üblicherweise von der Industrie benutzt werden, um diese Materialien besser zu verstehen, deren Stabilität besser zu verstehen, mit dem, was eigentlich im echten Leben passiert,
dadurch, dass wir das Material besser verstanden haben, wie es sich verhält mit der, bei der natürlichen Alterung, vielleicht eventuell einen Tag wird es Polyesterurethane geben, die ein ganz kurzes Leben haben, sodass sie zum Beispiel nicht unsere Umwelt verschmutzen, oder aber auch Polyesterurethane, die ein sehr stabiles Verhalten haben und somit in Objekte eingebaut werden können, die Jahrzehnte oder Jahrhunderte halten. Bei der Entwicklung der ersten kommerziellen Kunststoffe bereits im 19. Jahrhundert war die genaue Struktur polymerer Materialien noch nicht bekannt. Mit der Entwicklung der Polymerchemie, als deren Vater der deutsche Chemiker Hermann Staudinger gilt, nahm die Entwicklung von Polymeren explosionsartig zu. Diese grundlegenden Arbeiten, vor allem das Verständnis, dass Polymere sehr lange Ketten, üblicherweise organische Moleküle sind, ermöglichten der chemischen Industrie die Entwicklung von vielfältigen Strukturen, die eine Lücke im bisherigen Materialspektrum schlossen. Aufgrund der besonderen Bedingungen im Bergwerk werden viele verschiedene Materialien eingesetzt und diese Materialien müssen sogar speziell für die Arbeit im Berg behandelt werden. Und so kommen Materialien unterschiedlichster Art zusammen, um die Sicherheit der Bergleute zu garantieren. Das Problem, solche Objekte in Museen aufzubewahren, ist, dass die selten aus nur einem Material bestehen. Wir haben hier zum Beispiel in unseren Schuhen sowohl Leder als Polyesterurethan und die benötigen unterschiedliche Lagerungsbedingungen. Bei den Leder etwas erhöhte Luftfeuchte, während bei den Polyesterurethane das genau das Falsche ist. Das heißt, wir müssen immer eine Kompromisssituation finden, die für beide nicht das perfekte Situation ist, aber immer noch etwas ist, mit den beiden Materialien so lang wie möglich leben können.